Warum mir das Huhn relativ egal ist, kann ich auch gleich noch sagen. Zum einen höre ich hier noch Gegacker, also muss hier noch irgendwo ein anderes Huhn sein. Und zum anderen habe ich noch 4 Eier. Und mit Glück spawnt dann dabei eh noch ein Huhn. Die kann ich nämlich, also Hühner legen nach einer Weile immer mal wieder ein Ei. Wenn ich die aufsammel, kann ich die Eier benutzen, um weitere Hähnchen spawnen zu lassen. Indem ich die Eier an die Wand klatsche. Da, jetzt habe ich schon ein Babyhuhn. Und das lasse ich jetzt auch in Ruhe leben. Weil dann habe ich eine ständige Eierzufuhr und kann weiter Hähnchen generieren. Ach, meine Holzfarm wächst und gedeiht. Dann fangen wir doch mal an, die wieder abzuernten, weil ich brauche neues Holz. Ich möchte mir nämlich bald noch ein Schiff bauen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und mit dem Schiff möchte ich dann die Welt ein bisschen erkunden und hier mal von meiner Insel runter, die mir sowieso schon mehr als genug Panik bereitet hat. Und genug Ärger. Aber ihr merkt schon, seitdem ich die Bett. Seitdem ich das Bett habe, habe ich wesentlich weniger Probleme mit Monstern. Weswegen ich ja mich auch wesentlich freier bewegen kann. Diese Riesenbäume sind eine Eigenart von Eichensetzlingen, wenn ich mich richtig entsinne. Ich möchte euch ja auch nichts Falsches erzählen. Und Birken machen das zum Beispiel nicht. Da kriegt man relativ gleich große Bäume. Weswegen ich die Baumfarm auch später auf Birken umstelle. Außerdem ist das helle Holz ganz nett. Wobei ich das dunkle für meistens bevorzuge. Aber die Bäume brauchen halt länger zum Wachsen. Und man hat manchmal solche Monster, wo man dann erstmal suchen muss, wo das Holz ist. Weil das Blattwerk verschwindet erst, sobald man das ganze Holz drumrum oder innen drin dann weg hat. Und das ist dann halt ärgerlich, wenn man irgendwo in der Luft noch so einen halben Baum schweben hat. Dem kann man natürlich entgegenwirken, sobald man später Feuer, Stein und Zunder hat. Dann zündet man einfach den ganzen Baum an. Wenn man das hat, was man haben möchte. Ah, nicht fallen. Und dann macht es Wuff und weg ist es. Einer von euch hat ja auch schon drunter geschrieben, er möchte gerne, dass ich mit TNT rumspiele. Ich denke eher, dass da der Wunsch hintersteckte, dass ich mich doch möglichst vielen Creepern anlegen soll. Aber das kommt noch, sobald ich eine Rüstung anhab. Dann können wir, und ein vernünftiges Schwert hab. Dann können wir uns gerne mit Creepern rumschlagen. Weil Creeper lassen nämlich Schwarzpulver fallen. Und das Schwarzpulver kann man dann benutzen, um TNT zu bauen. Aber um das zu zünden, brauche ich halt entweder einen Schalter oder ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Auf Englisch heißt es Redstone. Ah! Damit kann ich so Kabel legen und das dann fernzünden. Aber wenn wir gerade mal Holzwerkzeug haben, werde ich einen Teufel tun und schon mit Redstone und ähnlichem anfangen. Weil ein Tutorial sollte ja Schritt für Schritt sein und nicht: Herzlichen Glückwunsch, hier ist eure Holzaxt. Jetzt bauen wir den thermonuklearen Reaktor. Nein, keine Angst, einen thermonuklearen Reaktor gibt es im Grundspiel nicht, im sogenannten Vanilla Minecraft. Den gibt es nur mit Mods. Aber wenn ich jetzt meinen Bruder fragen würde, der würde sagen: Wer spielt denn auch schon Minecraft ohne Mods? Ich zum Beispiel. Aber auch das werde ich später mal abdecken. Wie installiere ich Mods? Wie funktioniert das?
Welche Mods kann man empfehlen? Wobei das natürlich persönlicher Geschmack ist, welche Mods man gerne hätte. Ich werde jetzt noch den Apfel da essen, weil sobald ich wieder volle Nahrung habe, also die vollen Schweinshaxen, fangen meine Hitpoints an, sich auch zu regenerieren. Vernünftig. Und das tun sie auch, wenn ich ein bisschen weniger habe. Au! Was zum... Au! Ich hasse Creeper.